Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay, Warhammer 40k Inquisitor Prophecy. Erinnerung an die Vergangenheit. Ich nahm den mysteriösen Gelehrten in seinem unterirdischen Versteck gefangen und er wurde wegen illegalen Handels potenzielle Ketzerei-Experimenten und Anschläge auf mein Leben angeklagt. Nachdem er versuchte, die Absolution zu erlangen, indem er mir die Koordinaten der Fabrikatus Heimatwelt anbot, auf der seine Expedition vor einiger Zeit unterging. Und wo ich vielleicht das Artefakt finden könnte, das ich suche, traf ich meine Entscheidung über sein Schicksal. Ihm eine zweite Chance zu geben. Mein Gott, wir sind einfach zu gut für die Welt. Für die Galaxie, so muss man ja sagen. Zu gut für diese Galaxie. Es ist schön, dass unser... Unser kleiner Servoschädel immer zuerst da ist. My priority is to find those fabricators' ruins for the relic. A Scryer skull feed indicates that the coordinates received from the Tech Heretic lead to the former camp of his retinue. That will be my first destination. Das werden wir natürlich machen, aber nebenbei werden wir natürlich auch gucken, dass wir die Kratia ein bisschen erforschen. Vielleicht finden wir ja was. Oh, hatte ich ihn aber auch. Nee, die finde ich schon was gefunden. Eldari. Eldari. Kataphrax, auf nach vorne. Immer schön auf nach vorne, die machen wir fertig. Oh, die ersten Hinweise hatte ich aber auch. Mit Speedbikes sogar. Okay. Oh, warum immer so viel zu lesen? Die vermeintliche Heimatwelt der Fabrikators beherbergt intakte archäologische Überreste im Überfluss und bietet meinen Schifferese-Vetoren mehr als genug Proben für die Durchführung linguistischer Analysen. So folgen Alpha, die analytischen Textfragmente, die auf den Monolithen in Halle 12 gefunden wurden, von abergläubischen Mitgliedern unserer Gefolgschaft Kreisender Schrein genannt, zeigen deutlich, dass die Fabrikatorrasse Kenntnisse von der Existenz des Paria Gens hatte, was für uns eine ungeheure Entdeckung ist. Schlussfolgerung Beta, der Fabrikatus Experimente von Millionen von Jahren mit dem Paria Gen. Der Text spielt auf dem Potenzial einiger Parias an, sich noch weiter zu entwickeln, was zur Entstehung eines einzigartigen Wesens mit gleichen Kräften führt. Aber den Kontext nach, wie es ein reines mysteriöse Taktion, deshalb werde ich es nicht in die Varianten aufnehmen. Persönliches Adamantum gestattet mir, meine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck zu bringen, dass ihr mich von diesem analphabetischen Ex-Gardisten befreit habt, die meine Kapazitäten für die Rekalibrierung vom Promethium-Filtern für ihre illegalen Operationen verschwendet haben. Ich bin sicher, dass meine Arbeit von dieser Chance enorm profitieren wird. Logging new observation. The Fabricators race knew about the Pariah gene, and they were experimenting with it millions of standard years ago. They were trying to create a unique creature combining the abilities of Psychers and Pariahs, capable of ruling the warp. I have a strong suspicion that Uther Tiberius tried to complete the same experiment. Perhaps the last missing component was this fabricator's artifact. Im Bereich des Möglichen, muss ich sagen, im Bereich des Möglichen. Danke für die Prophezeiung, gelehrt, ist damit abgeschlossen, wunderschön. Okay, schauen wir doch weiter. Schauen wir doch weiter mal hier. Ja, wir haben noch zwei, okay, wir haben noch zwei Sachen. Wir haben noch zwei Sachen, wir werden auch diesmal nicht ganz alles absuchen, weil es sind echt viel zu übermächtig. Massivst übermächtig sogar. Danke für das Ganze hier auch. Ja, auch Elektrofragment. Dankeschön für die Axt. Herrlich. Oh. Aber wenn wir Gegner schon mal in der Umgebung haben, dann bitte drum. Feuer frei. Hallo Warp-Spinnen. Wrathblade. Hab ich ihn aber auch. Danke dafür. Eure Tote machen bei mir einfach alles besser. Dem sein Schwert weiß in der Luft einfach nur. Okay. Okay, was soll's, was soll's. Sieht das schon interessant aus, aber... Du hier. Oder so. Okay, bin den Hinweis aufnehmen. These ancient structures indeed show some resemblance to known Necron ruins. Naja. Our understanding of the Necron civilization is still lacking. Despite our recent unfortunate contacts with them. Apologies, Inquisitor, but this is a fairly unsubstantiated claim. Note, this is the typical short-sightedness of the biologically based Magos. Flesh is weak, but steel abides.
Steel is nothing without the motive force, and motive force resides in the flesh. The existence of Necron tomb worlds disproves your hypothesis. The Fabricators race could have reverse-engineered some exposed Necron tech. An intriguing discussion. We should continue this under more relaxed circumstances. Definitiv ja. Habe ich so gesehen? Dankeschön. Die Expedition zur Ausgangsstelle Zeta-23246 wurde erfolgreich abgeschlossen. Meine Theorie hat sich als richtig erwiesen. Diese Ruinen datieren mehrere Jahrtausende vor der Fabrikator-Zivilisation. Dadurch liefert die Standard-Radiokarbonierung keine eindeutigen Ergebnisse. Selbst mein Erzmetallurg war davon überrascht. Die weiteren Datengrabungen lieferten unerwartete Ergebnisse. Die Proben zeigen starke Ähnlichkeit mit dem auf Straxis 5, 4, 5, 6 kategorisierten Mechron-Dermis-Muster. Dies bestätigt teilweise meinen Verdacht auf eine Verbindung zwischen Necron und Fabrikators Technologie. Diesem Gedanken folgend habe ich auf der Grundlage unserer neuesten Erkenntnisse mehrere Datenmodelle erstellt. Ich füge das überzeugendste Ergebnis bei. Die Fabrikator-Zivilisation entwickelte sich höchstwahrscheinlich aus den Ruinen einer zerstörten Gruftwelt einer unbekannten Necron-Dynastie. Technologie ist eine Modifizierung und neu ausgerichtete Iteration der Necron. Bis Folgerung, die wahre Stärke der Fabrikators war die technologische Adaption, nicht die Innovation. Die entzifferten Fragmente deuten auf einen möglichen Grund für den Niedergang der Necrons hin. Der Einfluss einer mysteriösen Katan-Wesenheit, die als die Bestie mit tausend Augen bezeichnet wird. Diese Wesenheit könnte noch schlummern. Potenzielle Konsequenzen erschütternd. Wir müssen den Gelehrten so schnell wie möglich kontaktieren. Neuer Hinweis? Okay. Dark Nexus. Ist nichts, was wir dann bekommen werden. Finden werden den Dark Nexus auf jeden Fall. Okay, aufgeploppt und weiter geht's. Dass wir mich noch weiter rauszoomen können. Dies Mensch. Oh, Hallöchen. Gefunden. Gefunden. Shadow. Hallöchen aber auch. So schnell kann man euch niederreißen. Weg mit dir, Banshee. Weg mit dir. Du hast hier nichts zu suchen an der Stelle. Oh, mehr Audio wäre schön. Von Markus Torg. Nachdem ich meine zweite Analyse-Runde über den Großteil ausgegrabenen Fabrikator-Ornaments und Schnitzereien abgeschlossen hatte, begann ich, eine Theorie zu formulieren, die so weit hervorgeholt scheint, dass ich meine Ideen noch nicht mit den Technoerologen teilen will. Seine derzeitige Stimmung ist alles andere als gelassen, nachdem wir ihn über das plötzliche Erscheinen der Eldari beim Fabrikatum-Reunion informiert haben. Er hat sich noch nicht aus seinem Hauptquartier gemeldet. Gekranes Gekritzel, die Fabrikator verschwanden vor Millionen von Jahren, sie hinterlassen keine Spuren, Schnitzereien verweisen auf große Pilgerfahrten und die Welt der seltsamen Sterne. Theorie, die Zungen flechten in eine andere Galaxie. Warum haben sie die Möglichkeit einer bevorstehenden Apokalypse in Erwägung gezogen? Coordinates gained from the salvaged cogitator show the location of the ruins. I need more information on that area. Sensors indicate the presence of numerous architectural remains and a significant Aldari war host. The savant wasn't lying then. The Eldar are here, and I find that disturbing. Their presence clearly correlates with their previous interest in the Alpha subject. Therefore, your assessment is an understatement. Das stimmt, das stimmt. Oh, Hallöchen. Hey, hey, Kollegen. Hey, hey. Was zum Ge... hallo, Race Phantom Lord. Sage mal, ich glaub's hakt hier. May I propose something, Inquisitor? Turns out that those crafty Xenos have a webway portal in the area. They will not be back down until you cut off their reinforcements. That is indeed true. I must destroy that webway portal first. Spoken like a true warrior of the Imperium. Dann machen wir das doch mal schnell. Ich glaube, da ist ja kein Ende zu, wenn wir kurz mal ein Portal vernichten gehen. So viel zu dem Thema. Hallöchen aber auch. Ich wollte gerade sagen, bitte alle hier reinrennen. Ja, wunderbar. Reinheitssiegel. Ein paar legendäre Sachen wäre vielleicht noch nicht schlecht, aber allgemein. Allgemein alles wunderbar, feuerfrei. Hehe. Ein Schuss und zwei fallen sogar um. Das will was heißen, du, das will was heißen. So, wo ist denn dieses Portal? Da hinten ist das Portal. Okay, okay, okay.
Stehen bleiben, stehen bleiben. I beg to differ, Inquisitor. My tactical analysis indicates they were ambushed by the Xenos. A cowardly but effective tactic. This savant risked a lot with this expedition. The knowledge comes at a cost, Thorne. Anyhow, it might be useful to search the area. They might have found information on the fabricator's base before they demise. Ja, das können wir gleich machen. Das können wir gleich machen. Ich wollte bis kurz noch die herumlungerten Eldari töten. Einfach nur, weil es kann. Einfach nur, weil es kann. So, bitte einmal hier oben hinstellen. Wunderbar. Bitte. Ich würde sagen, bitte. Beschießt mich doch nicht mit euren, ja, etwas rudimentären Waffen. Skandalös, eigentlich nur zu skandalös. That's the Webway Portal. I only need to get closer. Inquisitor, wait! Something is happening down there, by the Emperor. What are these constructs? Or are they creatures? Well, well. The Eldar have brought in their war machines. That relic must be very important for them. You should return to the ship immediately. I have an even better idea. Captain, alert Sir Ambrose. We need the Crimson Wanderer down here for a noble joust. Okay. Dann her damit. Gib die mir. Noch einmal darf ich mit dem Ritter in Schlacht ziehen. Okay, danke für die Beutekiste. Ich muss nochmal nach unten gehen. Ach, komm schon. Unschön, ganz, ganz unschön. Nach Seltenheitswert bitte. Ihr habt wahrscheinlich relativ wenig bis gar nichts. Die Axt und alles drum und dran. Massives Glück. Was soll es, Tarot-Missionen sind ja auch immer recht gerne gesehen. Der Rest ist soweit egal. Meine Gutes, hast du noch irgendwas anzubieten? Danke dafür. Ah. Eine Beutekiste. Eine Omnisire-Axt. Und hier nochmal was. Ja, das ist nicht wirklich viel wert. Ich ist definitiv nicht so viel wert, wie ich gerne hätte. Ihr habt gerade noch nichts weiteres bekommen. Okay. 35, haben wir auch kein neues Level bekommen. Ne, wir haben echt wenig bekommen. Gut. Dann gibt es den kleinen Cut und wir gehen gleich weiter. Und in der nächsten Folge werden die Phantomlos besiegt. Bis dato, macht es gut und wie immer. Tschüss alle.